Guck nicht so süß. Du bist ausgebrochen. Ja. Manu. Willkommen zu einem neuen Haustier-Vlog. Jetzt muss hier eins nochmal geklärt werden. Da das so viele jetzt geschrieben hatten, alle meine Hamsterchen sind nicht zusammen in ihren Gehegen. Die haben alle einzelne Gehege und ihre eigenen kleinen Reiche. Das hier ist nun vorübergehendes Gehege, genau wie das andere auch, aber gerade auf TikTok. Sie hält alle Hamster zusammen. Wow, nein. Das waren nur zwei Babys, die ich abgeholt habe. Und die waren zwar Geschwister, aber die sind jetzt getrennt. In dieser Folge werden wir hier das Aquarium neu mit Silikon versehen. Da zieht nämlich meine kleine Semme an, mein Goldhamster. Ich streiche weitere Wände in meinem Keller, weil ich die nämlich hier aufbereite. Das hat aber nichts mit den Hamstern zu tun, weil das ist jetzt hier nur für Lagerung und Vorrat. Und hier sind ja die Hamstis drin. Das muss alles noch aufgeräumt werden. Auch die alten Gehege müssen dann hier raus. Ebenso hier ist jetzt die komplette Wand fertig. Alles, was ihr hier bei mir in meinen Vlogs und in meinen Tiervideos seht, ist alles do-it-yourself. Auch hier das Haus. Hier seht ihr, ich lebe auf einer Baustelle aktuell. Die Blue ist mit am Start. Komm mal rein, Schuppi. Wir haben auch noch ein neues Aquarium. Einen gebrauchten Nano-Cube. Den ganz großen. Den haben wir schön in der Küche hier platziert. Oben haben wir auch noch das Aquarium von meiner Frau. Die hatte riesen 240 Becken. Dazu kommen wir dann auch noch mal später. Okay, Blue. Komm raus. Super. Aber wir warten jetzt kurz vorm Action. Da dürfen nämlich keine Hunde rein. Da warten wir jetzt. Blue, das ist für dich. Wir haben gerade ein Paket abgeholt. Das wurde nämlich nicht bei uns abgegeben. Wir haben das jetzt in so einem Paketshop. Und das ist wohl der Hundetunnel. Ah! Jetzt gucken wir uns hier Fischis an. Schöne Fischis. Ich weiß, es ist wieder für Terroristik, aber das würde so gut in einem Gehege aussehen. Die sehen so schön aus. Die musst du immer in die Kamera kommen. Die sehen so schön aus. Hallo! Ah, guck mal, da hinten ist ein ganz kleiner Chihuahua. Ne, Blue? Hm? Die steht so auf, ist das eine Rüde? Ja. Die steht auf sehr kleine Rüden. Ehrlich? Ja. Die steht auf große Hühnchen, ne? Ah. Da ist das ganz egal, ne? Bei Hühnchen. Blue, komm hier, komm hier. Ja, ich weiß, das ist dein Typ. Alles gut, ne? Ja. Ja. Ah. Ja. Ja, die ist interessant, ne? Ja. Desto kleiner, desto besser. Ja. Ach, ganz schlimm, wenn die läufig ist. Dann denkt die, jeder kleine Chihuahua, Jack Russell, das ist ihr Mann. Mann, ne? Ja, genau. Das Mädchen. Ja, ich weiß, du magst die kleinen Jungs. Jetzt packt die hier schon alles aus. Kannst du nicht warten, bis wir zu Hause sind? Nein, kann ich nicht. Oh, ja, okay, dann machen wir gleich mit dem Aquarium dann da weiter. Wir sind jetzt zu Hause. Das ist jetzt hier so eine Rebholzwurzel. Nein, ist nichts für dich, Blue. Und das ist jetzt hier für meine Hamster. Das habe ich jetzt mit den ganzen Zubehörteilen von den neuen Hamster, also den Hamster von der Nachbarin, den Ketchup bekommen. Der ist nicht mehr drin, aber ich habe halt die ganzen Sachen noch. Das wird jetzt gekocht. Ihr hört schon im Hintergrund vielleicht, weil wir da gerade nämlich auch am Kochen sind. Ich habe das jetzt kurz ausgemacht. Jetzt werden wir hier was auskochen. Das ist auch so eine Aquarienwurzel. Ich denke, die passen da beide locker rein, ne? Nein, ist ein bisschen zu groß. Sonst habe ich die immer ausgebacken, weil ich das immer vorm Benutzen halt mache. Einfach mit Holz generell, auch bei den Hamstis wegen Parasiten vielleicht so. Ja. Okay, müssen wir dann einfach mal umdrehen. Die Leute denken auch, was kochen wir denn hier? Und daneben werden gerade Aquariumsteine nochmal geputzt. Und da ist eine Schneckenfalle mit bei. Ich schmeiß mich jetzt einmal nochmal komplett in Arbeitsklamotten, um noch unten nochmal die Sachen an der Wand zu bemalen. Und draußen schreien die Kinder, weil huch, da ist nämlich ein Kindergeburtstag und Blue ist nicht eingeladen, aber sie würde jetzt gerne mit den Kindern draußen wahrscheinlich sein. Jawohl, das sieht doch gut aus. Geil. Noch leckerer. Sieht das nicht schön aus im Gegensatz zu vorher? Ich glaube, die Wände haben sonst auch vorher noch nie Farbe gesehen in 50 Jahren oder so. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo jetzt Brötchen aktuell schläft. Man sieht ihn nicht so gut, aber da ist Mr. Sandwich. Der schläft immer in seinem Herzchen. Apropos, ich habe jetzt hier auch die neuen Sachen bei Ihnen im Gehege reingetan. Und es sind auch noch weitere Pakete angekommen, die öffne ich auch gleich. Ich überlege halt jetzt, ob ich mich jetzt eben erst duschen soll oder ob ich jetzt gerade das Silikon verarbeite.
und danach nochmal sauber. Aber ich denke, ich bin so voller Farbe, also müsste ich das dann wohl jetzt eher machen. Ich glaube, das ist auch noch ursprünglich aus der Terraristik gewesen. Ein riesengroßes Sandbad, was ich mal benutzt hatte. Ich wollte es ursprünglich auch für Brötchen benutzen, aber das war mit dem Platz nicht so gut. Ich dachte vielleicht, dass ich es halt bei Semmel benutzen kann, aber typisch Bayern, da ist ja jetzt nicht so viel an Sand. Blue, was guckst du dir da an? Hä? Die darf übrigens eigentlich nicht hier abends sein, es ist aber mitten am Tag und ich habe unten den Keller auf. Und dann, vielleicht benutze ich das dann oder ich mache es halt als eine Sandfläche. Ich weiß das noch nicht so ganz, aber ich habe hier so viele Möglichkeiten und ich bin so heiß drauf, das dann einzurichten. Semmel ist auch der einzige Hamster, der schafft, selbst einen großen Futternapf in einer Nacht vollkommen mit Streu voll zu machen, auch wenn ich den oben drauf getan habe. Naja, hat ja jeder so seine Macken. Haben eure Hamster irgendwas ganz Besonderes, was sie so ausmacht? Schreibt es unten in die Kommentare. Wow, du machst ja schon ein Video, wie cool. Meine Frau hier gerade mit dem Aquarium dran. Da wird gerade der Hintergrund geschnitten. Neuerdings haben wir in unserem Vorgarten einen Wasseranschluss. Damit machen wir jetzt den neuen Kies oder den Bodengrund jetzt vom neuen Aquarium sauber. Hui. Ist ganz schön staubig. Wassermarsch dann. Jawohl. Ein bisschen Fantasie. Könnte das auch aussehen wie Nesquik. Jetzt ehrlich? Oh. Wir haben mit dem Aquarium weitergemacht. Und ich sitze jetzt hier so, habe ein paar TikToks veröffentlicht. Sagt man, ja, wir müssen jetzt aber los. Und ich so, hä, wie wir müssen los? Ja, wenn wir mit meinen Eltern verabredet sind zum Essen. Ich so, hä? Voll verplant, ich hätte jetzt einfach weitergemacht. Oh, ups. Deswegen, weil die sind ja jetzt durch. Boah, das riecht wie so ein... Ich finde, die riechen wie Kaninchen. Finde ich irgendwie. Meine Frau sagt wie Suppe, aber... ja, lecker, lecker, lecker. Da wir einige neue Pakete haben, mache ich sie jetzt auch in diesen Vlog auf. Oder die Blue. Sieht aus wie so eine Riesenknarre, ne? Es ist eine weitere Riesenknarre, in der sich neues Gitter befindet. Damit mache ich die neuen Decke für die größeren Nagarien jetzt fertig. Ich habe nämlich nicht mehr so viel und das ist auch wirklich sehr engmaschig, damit auch die Zwerghamster nicht dann irgendwie ausbrechen können. Das sind 1x2 Meter, das kriegt man auch eigentlich im Baumarkt. Das Problem ist nur, dass die meistens immer nur, so habe ich das jetzt hier, Kaninchendraht haben und dadurch können die Hamster einfach abhauen. Deswegen, das ist so Volierendraht, habe ich mir den online dann bestellt. Hier ist aber was von der Wishliste drin, also von der Wunschliste, und die Blue reißt das hier schon auf. Das werde ich dann im Weiteren bei dem Gassi-Vlog am nächsten Woche, eben halt in der nächsten Episode, werde ich das dann für euch dann einmal natürlich dann zeigen. Ja. Nimm, hast du? Geil, weil damit können wir dann... Entschuldigung. Damit können wir dann nämlich demnächst ein bisschen mehr Agility im Garten machen. Das ist cool, weil die Blue ist mittlerweile so groß. Danke, das... Also, ihr seht ja selber, wie groß sie ist, dass sie leider nicht durch den normalen Welpentunnel mehr passt. Ah, nächste Woche seht ihr das auf jeden Fall im Gassi-Vlog. Lass mich, ich darf emotional sein, okay? Ja, ich finde das gut. Ich finde das auch schön. Ah, ich kann auch nicht jedes Mal heulen hier, ey. Lieber Erik, dankeschön. Guck mal, wir haben hier die kleinen Gummibärchen einmal für die Hamstis. Oh. Da haben wir direkt 3 Futternäpfe. Die kann ich echt aktuell so gut gebrauchen bei den ganzen Hamstern. Wir haben hier einmal grün, das andere ist hier so leicht blau. Kann man den Unterschied erkennen? Ich hoffe auf der Kamera direkt 3 Stück. Oh, super. Die benutze ich aktuell bei Mayonnaise. Sie hat ja nur 2. Also ich habe ein 2er-Set davon, aber jetzt haben die auch irgendwie die Farben davon geändert. Ich weiß nicht, die gibt es aber auch noch in Pink. Ich glaube, eins hat gerade der Mr. Sandwich. Der liebe Erik muss noch auf meinem Kühlschrank verewigt werden. Die Naga, die heißen Toasties, aber ich sage dazu immer so Kekse. Für mich sind das immer noch Kekse. Für die ganzen Mittelhamster, die Goldies, die ich aktuell habe, und die Teddys. Ja! Wie immer, das kommt natürlich dann erstmal im Gefrierfach. Im Gefrierfrank, ne Leute? Gefrierfrank, alles klar. Dazu gab es aber keinen Zettel, möchte ich nur mal sagen. Nur, das sieht nach für dich aus. Das riecht auch sehr gut. Liebe Susanne, ich hoffe, das sieht, ich denke mal, das siehst du, weil du hast auch in meinen letzten
Hamster-Video kommentiert. Wir haben ja auch mal, glaube ich, mal vor langer Zeit auf Facebook geschrieben. Da war ich ja leider nicht mehr so aktuell da, poste aber wieder. Und ja, ich erinnere mich an dich. Oh, wir haben ja einmal für den Pedro Leckerchen, die bringe ich dem auch gleich, wenn wir dann zu meinen Eltern rübergehen, also für den Pedro. Und dann haben wir hier für die Blue Snacko Mio. Ich hoffe, das heißt Snacko Mio oder Snacko Mio. Das sind so kleine Leckerchen. Große Fleischwürfel von Hirsch. Jawohl. Dankeschön. Klingt sowieso, alles ist immer für die selber, ne? Muss aber sagen, das stinkt nicht. Das riecht echt gut. Das riecht so wie Snacks, weißt du, diese komischen Stangen. Ah, das ist auch hier vom Erik. Ah, von denen gab es einmal wieder Nagermurmeln. Die sind so süß und klein. Ah, und dann haben wir hier nochmal das Carpaccio für den Pedro. Der freut sich gleich. Er denkt sich bestimmt, boah, super geil. So viel Schmackofratz. Von der lieben Sarah gab es jetzt hier diese Hundekaugummis. Hey Miyuki, ich schaue deine Videos schon seit einigen Jahren und habe durch dich einige Sachen in meiner Hamsterhaltung bessern können. Hier ein kleiner Schmaus für Blue von Sarah. Oh, guck mal die Blue. Oh, das ist so toll, weil ich weiß, dass es für mich ist. Ja, die lächelt auch noch so. Ich fühle mich immer so bewegt mit den Sachen, wenn ihr dann wirklich was schickt. Das macht mich, ich bin einfach so happy. Und Blue ist einfach dann so, oh, gib mir Essen. Hunde-Kaugummi riecht irgendwie wie Hunde-Schuhsohle. Aber es scheint sehr gut zu schmecken. Es sieht wirklich aus wie Kaugummi. Hat die aber lange was zu tun. Und jetzt bringt sie es in Sicherheit, weil sie denkt sich, ja, das ist jetzt meins. Okay. Ara! Hi! Weißgesicht! Jawohl! Wo ist denn die Blue? Also da hinten. Hallo! Hi! Hallo. Hi, Mama! Hi! Hallo, Ara! Hi! Wo ist der Prinz Piro? Wo ist er? Da. Hi. Hallo. Miau. Du alter Opi. Hi. Yeah. Pedro. Blue, das ist nicht für dich. Das ist für den Pedro. Hier. Guck mal. Ara, das ist auch nicht für dich. Während wir dann jetzt essen gehen, deswegen habe ich die Blue auch hier abgegeben quasi, bleiben die allein. Also die bleiben zu dritt alleine, aber hier ist noch eine Kamera. Und über die Kamera gucken wir uns danach an, was die beiden jetzt hier machen, ne? Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Ja, hallo, ich möchte mich recht herzlich bei euch Lieben bedanken für die schönen Geschenke. Zum Beispiel für meine Hündin Ara und für meinen Pedro. Ja. Vielen Dank, habt noch eine schöne Zeit. Tschüss. Du bist so eine süße Mama, weißt du das? Ja. Ja, ne? Ja. Aber zeig mal. Hat Ara das gestern auch gegessen? Ja. Ara, hier. Ja. Und wir gehen jetzt essen. Und wohin? Weil meine Mama hatte Geburtstag und wir haben sie jetzt eingeladen. Wir fliegen nach Holland, würde ich schon sagen. Wir fliegen nach Holland! Wir fahren nach Holland, weil ich wohne ja direkt eigentlich an der Grenze. Und dann gehen wir in einem leckeren Restaurant jetzt schnabulieren. Wir sind jetzt im Restaurant. Mein Vater, der guckt jetzt über seine Handy-App gerade, wo die Hunde sind. Kannst du mir mal das Handy geben? Dann kann ich einmal gucken. Da. Die Blue liegt da hinten im Flur. Und die Ara? Die Ara sieht man nicht. Ah. Wir beobachten immer die Tiere, ne? Da immer alles im Griff. Ja, okay. Ich schau mir die Hamster an. Ihr werdet jetzt was bemerken. Und zwar, was macht da diese Hamster? Was macht sie da? Wie ist sie da hochgekommen? Wie, Schatz? Wie? Was? Ich... Kann sein, dass ich ein bisschen hier offen gelassen habe, als ich das wieder zugemacht habe, weil ich dem Wasser gegeben habe. Aber, boah, das ist... Brötchen ist jetzt offiziell die Rebellin. Die ist jetzt schon das vierte Mal abgehauen. Viermal! Du hast schon mehr gesehen vom Haus, als je ein Hamster zuvor. Jetzt nicht vom Haus, aber egal wovon. Wirklich, du hier und guck mal da, wo der liebe Mr. Sandwich ist. Der ist in seiner Höhle, der weiß gar nicht, dass da eine... ein tolles Mädel draußen ist. Was machst du? Ja, was machst du denn, Schatz? Ja, guck nicht so süß. Du bist ausgebrochen. Ja. Manno. Spider-Hamster, oh Gott, ich sollte sie kriegen, bevor sie mir irgendwie da abhaut. Aber wirklich, ne? Wie ist sie da hochgekommen? Hallo, Brötchen.
guck mal, ich benutze jetzt hier den Hamsterfang-Trick. Ja, 100% effektiv. Ich muss ja schon sagen, du hast ja echt Charakter, ne? Aber du bist ein echter Rebell. Ja, jetzt geh mal wieder schön da hinten hin, weil ich kann das jetzt nicht hier wegbewegen, das geht einfach nicht. Aha, Mr. Sandwich wird jetzt auch so langsam wach. Guten Abend, der Herr. Jetzt rennst du weg. Da, guck mal, ich habe da jetzt Essen reingetan, vielleicht willst du ihn ja jetzt gucken. Ich weiß nicht, soll ich oder soll ich nicht? Das sieht so komisch aus. Aber, ja, geht sie ganz da rein, ist ihr Puppes drin? Jawohl. So, Leute, ich habe einen Hamster gefangen. Na, du Kleiner, echt, du bist ein Knaller hier, ja. Also, in deinen fast 2 Monaten Lebenszeit, hoch jetzt, oh Gott, jetzt will sie hier rausklettern. Eieiei. Ich hab keine Worte für diesen kleinen Hamster hier. Ich habe keine Worte, die ist echt so... Die hat vor nichts Angst, sie ist unerschrocken, die denkt sich, hallo Welt, hier bin ich, bin Brötchen. Und ich möchte jetzt auch gerne wieder in mein Gehege, weil das wäre auch wirklich sehr toll. Warte, Schatz, warte. Warte, ich liebe dich, aber du musst jetzt auch erstmal wieder rein. Zack. Boah, jetzt bin ich aber wieder erleichtert. Natürlich, und direkt erstmal was trinken, ja, ist klar. Oh, da streckt sich auch jemand, jetzt ist auch jemand da wach. Das ist die Semmel, das... Eieiei, nochmal. Die ist die Schwester von der Brötchen und die kleine Maus kam ein bisschen unerwartet. Deswegen auch das Gehege und das andere, was ich jetzt dann noch machen werde. Und deswegen ist da auch so wenig Streu drin, weil es halt jetzt nur temporär ist. Ich werde es auch, denke ich, jetzt danach, wo ich das jetzt mit dem Ketchup geregelt habe, in den nächsten Tagen, wenn das alles trocken ist, dann kriegt sie eine Übergangseinrichtung. Und die ist auch ganz zahm, ganz aufgeweckt. Nur sie ist nicht ganz so krass drauf wie ihre Schwester. Also, die ist so die Light-Version, ne? Die ist lieb und die ist zutraulich und nett, aber die ist halt nicht so ganz krass drauf. Dagegen bist du einfach total die Granate, ne? Ja, ist mir auch egal. Ich will raus. Ja, ich will raus. Ich will raus. Ja. Also, ich habe jetzt letztendlich die Stellen, wo kein Silikon mehr da war, das waren nur knappe Rückstände vom alten Hamster, der hier gelebt hat, habe ich jetzt das Silikon aufgefüllt. Das ist auch durchsichtiges Silikon da unten. Ist einmal da gemacht, sieht man es nicht so deutlich. Und hier war halt die ganze Linie nicht existent. Warum ich das gemacht habe, bei manchen gebrauchten Aquarien oder auch undichten wäre es ganz gut, weil jetzt habe ich hier so viel Dreck bei mir noch dran. Es kann halt eben sein, dass der neue Bewohner dann in diesem Nagarium weiter daran knabbern wird und könnte sich eben halt dann auch im Glas verletzen oder es würde halt komplett undicht werden. Dann macht man ja, wenn man Aquarien repariert. Hier ist das auch schon ganz schön krass zu sehen bei einem. Das ist noch leer, das ist auch gar nicht sauber gemacht, das seht ihr hier. Das werde ich aber demnächst mal machen und ich denke sowieso, wenn ich den anderen Raum auch noch mache, wo eben halt jetzt die Vorräte dann noch kommen, hier in den Raum, der dann noch vorbereitet wird. Dann kümmere ich mich halt um dieses Nagarium. Aber aktuell, Leute, ich bin ja hier noch immer am Umbauen und alles. Deswegen sieht das nicht ganz perfekt aus. Bin ja auch nur eine Ein-Mann-Frau-Armee. Nochmal riesen Dankeschön für die richtig, richtig krassen Wishlist-Erfüllungen da. Das ist halt so toll, dass ihr das macht. Ich bin völlig fertig, weil wir jetzt gerade wieder, ich glaube, Nacht, Mitternacht haben. Ich weiß leider nicht, wann die Hamstis aktuell immer wach sind. Also manchmal habe ich das Glück, die 2 Schwestern sind immer wach. Mayonnaise eigentlich auch. Die habt ihr jetzt leider nicht gesehen, da irgendwie ist sie dann jetzt doch nicht wach. Ich werde auch in den nächsten Vlogs und vor allem, wenn es speziell um die Hamster geht, dann alle mal zeigen und die auch mal durchzählen für euch, weil ich habe insgesamt aktuell 7 Hamsterchen. Und es wird hier nie langweilig auf dem Kanal. Danke fürs Zuschauen. Und es kommen auch bald extra Aquarien-Videos. Aber da habe ich jetzt nicht alles gefilmt, weil wir da auch nicht die Zeit für hatten. Wird aber auch noch demnächst mit einem Einzel-Aquarium und dem großen 240-Liter-Aquarium dann folgen. Also dann Däumchen wären Träumchen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.